ein oder andere bemerkt es vielleicht. Wir befinden uns in Holland, und zwar am Eiselmeer. Und darum geht's. Der Cruiser 32 ist eine Fadenjacht, ein ganz neues Modell, eine neue Ära für Bavaria. Na denn los. Die Erwartungen an das bisher kleinste Schiff der ungewöhnlich breit angelegten Überarbeitung des gesamten Bavaria-Segeljachtenprogramms sind hoch. Ja, da lässt durchaus auch die Weltwirtschaftskrise grüßen. Doch wir schauen uns die Cruiser 32 erst einmal unter Segeln an. To make a change, forget what you have. Think about what you need. So close your eyes, decide on something to change your life. Be crazy. War der erste Eindruck? Ja, wir hatten das Boot hier gesegelt bei relativ viel Wind, bei besten Bedingungen eigentlich. Es gab zwischen 15 und 20 Knoten Wind unterschiedlich bei einer relativ großen Welle. Und das Boot hat sich sehr gut verhalten, bei diesen Bedingungen ausgezeichnet sogar. Die gemessenen Werte, die wir gesegelt haben, liegen über dem Durchschnitt für Boote dieser Klasse, in dieser Einsteigerklasse. Hat sich denn die Ausrichtung, das heißt auch die Zielgruppe bei der neuen Bavaria, verändert? Ich denke, dass die Ausrichtung dieselbe sein soll, wie schon mit den älteren Booten aus der Cruiser-Serie. Das Boot hat ja jetzt einige Änderungen erfahren in Bezug auf das Design und auf die Gesamtkonzeption. Das Design kommt ja jetzt neu von Fahrjachtdesign, die in Zusammenarbeit mit der BMW Design Group hier den optischen Auftritt gestaltet haben und natürlich auch die Konstruktion gezeichnet haben. Und wo liegen Veränderungen über das generelle Design hinaus? Gegenüber jetzt dem Vorgängermodell der 31 Cruiser, dass die Funktionen sehr viel einfacher geworden sind. Jetzt auch mit einem neuen Segelplan. Es gibt keine große Genoa mehr. Es gibt eine kleine Genoa, eine nur wenig überlappende Genoa mit 106%. Sie bietet bei einigermaßen Wind, bietet sie dieselbe Performance. Und es gibt natürlich weit weniger Schotenmaterial. Es ist weniger zu kurbeln da. Es gibt weniger Arbeit. Und das Boot macht auch viel mehr Spaß, dann auch bei viel Wind zu segeln. Ein weiteres Detail, das jetzt ganz neu ist auf der Cruiser 32, ist diese Großschotführung. Bisher hat das Bavaria so gemacht, dass die Großschotführung vor dem eigentlichen Niedergang befestigt ist, auf dem Traveler. Jetzt ist die Großschotführung zentral zurückgeführt, auf ein Chromstahlpodest im Cockpit selbst. Das ermöglicht eigentlich einen sehr, sehr einfachen Zugang, und dank Sechsfachtalle ist eigentlich auch genügend Kraft da, um das Großsegel jederzeit gut trimmen zu können. Was natürlich fehlen wird, ist die Traveler-Funktion. Diese Funktion wird aber aufgegriffen durch einerseits einen sehr starken Baumniederholer, der sehr gut bedient werden kann und auch sehr kraftvoll ist, sowie auch ein sehr starkes Achterstag auch. Damit lässt sich eigentlich dieses Großsuch oder Großsegel in jede beliebige Position auch gut trimmen. Wie man hier sehen kann, ist die Großschot hier vom Sill aus. Wenn man hier auf dem Sill sitzt, kann man sich hier exzellent auch bei Krängung mit den Füßen abstützen, und man hat hier sehr guten Zugriff zur Großschot. Das ist exzellent gelöst hier eigentlich. Es ist wirklich ohne Krampf, kann man hier segeln. Und dank der Großschot-Taille hier in sechsfacher Ausführung auch mit wenig Kraftaufwand. Und dann wäre da auch im Bereich Lebensqualität ein weiteres Novum. Eines der herausragenden Details bei diesem neuen Schiff jetzt ist diese enorme Badeplattform. Da kann man sich richtig hinsetzen, wenn man will. Da kann man sich sogar hinlegen, und wenn man möchte, kann man da abends auch mal ein Tischchen aufstellen oder sowas. Aber man kann natürlich auch unter Deck gehen. Hier fällt vor allen Dingen auf, dass sich Bavaria von den bisherigen Stilelementen nahezu komplett verabschiedet hat. Die Cruiser 32 wirkt innen modern und weniger verspielt. Die Ausbauten sind übrigens in den Tönen Mahagoni, heller Eiche und Nussbaum erhältlich. Passend dazu,
Die Navi-Ecke schrumpft zur mittlerweile ja fast schon üblichen Schaltzentrale für die Bordelektronik. Auch in der Nasszelle setzt sich der aufgeräumte Designansatz weiter fort. Das Vorschiff ist im Vergleich zum Vorgängermodell ein wenig geschrumpft. Hier schlafen zwei erwachsene Personen etwas beengt. Der eigentliche Eignerbereich liegt bei der Cruiser 32 im Heck. Die Achterkabine verfügt über ein äußerst komfortables Platzangebot im Vergleich zur Konkurrenz und bietet auch bei geschlossener Tür ausreichend Platz zum Umziehen. Eine Frage wollen wir zum Schluss noch stellen. In welchem Zusammenhang muss man die neue Bavaria Cruiser 32 in der Wirtschaftskrise und dem, was diese Krise für die Werften bedeutet, sehen? Eine der grundsätzlichen Geschichten in dieser Krise ist es natürlich schon, dass da deutlich mehr kleine Schiffe als große Schiffe verkauft werden, wobei das Schiff nicht den Hauptzweck erfüllt, Produktion in Krisenzeiten zu besorgen. Der richtige Grund der 32er ist es eben, dass wir gerade im Einstiegssegment ein neues Schiff brauchen, ein attraktives Schiff, das modern ausgestattet ist, mit dem wir die Einsteiger ansprechen können. Und das müsste eigentlich hinhauen. Mit der Cruiser 32 präsentiert Bavaria ein junges, modernes Schiffskonzept und das zu einem Grundpreis von 64.140 Euro. A little crazy.